ist überhaupt geplant? Welche Bedenken haben wir? Welche Einwände haben wir? Welche Gefahren gibt es da für die Natur und für das Klima? Und vor allen Dingen auch durch den Verkehr und für die Anwohner. Ich würde mal die Bärbel bitten, dass wir die Ausmaße uns mal vor Augen führen, was hier geplant werden soll im Rhein-Lippe-Hafen Süd. Also es gibt jetzt die Offenlegung der Bebauungspläne und zwar geht es darum, dass hier eine Fläche von weiteren 33 Hektar bebaut werden. Davon sollen 37 Hektar versiegelt werden. Das sind ungefähr 46 Fußballplätze. Die ganze Fläche ist so ausgeschrieben, dass quasi fast jeder kommen kann, egal wie gefährlich seine Sachen sind, sage ich mal. Es darf alles, was mit Ölen zu tun hat, darf sein, mit Chemikalien. Die einzige Ausnahme ist Atomkraft, also Radioaktivität. Das ist die Ausnahme. Alles andere darf kommen. Deshalb ist es ja eigentlich auch, ich sag mal, für Rettungsdienst, Feuerwehr oder so auch nochmal ein kritischer Punkt. Noch dagegen machen. Jetzt. Da kommen wir gleich zu, genau. Das ist nämlich das Interessante. Viele sagen ja oder denken, ist doch eigentlich fast schon zu spät. Und das ist eben nicht so. Die Zeit der Offenlegung und bis zum 13. Mai können alle Bürger in Wesel Einwendungen und sollten das auch tun, wenn sie sich betroffen fühlen, Einwendungen schreiben. Zum Artenschutz soll ich was sagen, ja. Die Fläche kenne ich seit 50 Jahren, hätte ich fast gesagt, aber seit ich klein bin. Es ist ein Kleinod am Niederrhein. Es unterscheidet sich dadurch, dass es noch mehr Arten beinhaltet von den Naturschutzgebieten weiter im Süden. Weil es eben so ein bisschen ja, stiefmütterlich auch von den Landwirten behandelt wurde. Aber es ist einfach eine uralte bäuerliche Kulturlandschaft mit Kopfbäumen, mit Weißdorn, Solitären und vielen, vielen Hecken. Man kann das hier auf dem Bild gut erkennen in der Luftaufnahme. Aber es ist natürlich nochmal was anderes, wenn man in diesen Räumen steht und sich aufhält und die Atmosphäre mitkriegt von Sonnenuntergang. Ja, vielen Dank. Der Peter Malzbender vom NABU wird gerne noch ein bisschen was ergänzen. Ja, hallo, guten Tag zusammen. Es geht um die planungsrelevanten Arten und was da für ein Schindluder getrieben wird, gerade auch durch die Weseler Politik und auch wie der Kreis mit drin hängt. Delta Port, über 60%. Delta Port ist Eigentümer der Kreis, es geht immer nur um Geld verdienen. Auegebiete sind in Nordrhein-Westfalen, gehören zu den relevantesten Biotoptypen, die erhalten werden sollen. Das kann man auch alles nachlesen, aber das soll hier alles mal verdeckt werden. Das wird alles auf dem Altar der Rendite soll geopfert werden. Diese Lüge ist schon betont worden mit den vielen Arbeitsplätzen, die es nicht geben wird. Dann hat die Tage ja in der NRZ von Robin Brandt ein Artikel gestanden, dass der Renus bei einer Besichtigung, da sind 30%, sind die nur tatsächlich vorhanden. Und man muss zusagen, auch Renus, das ist ein Betrug an der Gesellschaft, die Tribunalität, also dass man sagt, sehr umweltfreundlich, nachhaltig, Bahn, Zug und Wasser ist gar nicht gegeben, weil der Bahnanschluss nie kommen wird. Aber dafür hat man alleine bei Renus irgendwie 8.900 Quadratmeter die Halle hingesetzt. Und bei Renus war von vornherein klar, Renus wird nur mit LKWs, die Produkte werden nur mit LKWs hin und her geschoben. Keiner fragt sich übrigens tatsächlich auch danach von der Politik, ob wir diese Produkte tatsächlich auch alle brauchen. Aber das ist jetzt hier nicht das Thema. Also da sind wir beschissen worden und so wird es immer größer. Diese neue Erweiterung zum Hafen Süd ist das größte Verbrechen. Der Kollege hat gerade schon erwähnt, die Aue-Gebiete, die man jetzt noch zerstört. Es gibt auch da, sogar von der Landesregierung und auch vom Bund her, gibt es eine Veranlassung, dass alle Gebäude oder Neuansiedlungen innerhalb der Gewässer sollen nicht stattfinden. Da nimmt man sehr, sehr großen Retentionsraum auch weg. Man sollte den übrigens sogar noch meiner Meinung nach viel besser erschließen, dass bei Hochwasser das Wasser da viel besser reinströmen kann. 4 Meter Aufschüttung, nicht, dass wir nachher so ein Theater haben, auch wie in Schermbeck. Wer kontrolliert eigentlich das Material, was da alle hinkommt? Nicht, dass das auch noch nachher belastet ist. Zudem sprechen wir vom Klima. Der Klima ist das A und O. Die Schifffahrt hat im vergangenen Jahr um 12% der Transport mit Gütern abgenommen, auch am Rhein. Also auch was die Geschäftsführer, der sehr seriös war, der Herr Stolte und so, mit den Gesprächen, mit denen ich immer war, habe ich denen auch gesagt, der Klimawandel wird nicht mehr zulassen,
dass wir ständig mit einer Kontinuität rechnen können, tatsächlich Schiffsfahrten, weil so Niedrigwasserphasen kommen werden und es werden auch sehr viele Hochwasserphasen kommen, wo die Schiffe nicht fahren können. Auch da sind wir, ist die Allgemeinheit belogen und betrogen worden. Das muss man so in aller Deutlichkeit sagen. Und wenn Sie mal miterlebt haben, wie der Stadtrat hier im Wesel darüber entschieden hat, dieses Punkt, da war ich da auf der Sitzung, diese Punkte waren da ja drauf und da sind eigentlich nur die Linken gewesen, die absolut gegen die Erweiterung sind. Alle anderen versprechen sich davon. Und noch ein ganz übles Ding, da habe ich auch den Hubert Kück zu gefragt, das ist der Kreisvorsitzende der Grünen und der Hubert Kück hat doch, ist der Aufsichtsratsvorsitzende von Delta Port. Ich habe ihm gesagt, wie kannst du einen Aue-Gebiet opfern, Dingens, und ja, da konnte er konnte nicht rausgeben. Ne? Ich sage, hört mir auf, ihr Politiker mit Arbeitsplätzen oder allerdings, aber diese Aue-Gebiet, was da gemacht wird. Dann der größte Witz vom Kreis, die machen ein Wildstrauch-Hecken-Förderprogramm. Die Bedingung ist, man muss 100 Meter Hecke zur Verfügung, 100 Meter zur Verfügung stellen, die man dann bepflanzen kann mit einer Wildstrauchhecke. Das wird ganz, ganz positiv gemacht von der unteren Naturschutzbehörde, also vom Kreis Wesel. Und dafür fließen im Jahr, kriegen die Leute, die sich dazu bereit erklären, die Grundstück stellen, da sind natürlich andere Kriterien, wie das auch sein muss, die geben 250.000 Euro dafür auf, für die Pflanzen und auch die, der Kreis wird diese Heckenpflanzen dann zumindest die ersten Jahre pflegen. Witz ist aber, dass in gleicher Zeit der Kreis ein paar hundert Meter Wildstrauchhecke dort kaputt macht. Eben ist ja gesagt worden, Weißdorn, da ist auch jede Menge Schledorn. Das sind ein Hartholzauengebiet, was über Jahrzehnte gewachsen ist. Was man da kaputt macht, die Biodiversität, ist ja gar nicht untersucht worden. Der Vorredner hat ja auch gerade gesagt, dass ja zum Beispiel viele Arten, die dort sind, gar nicht eigenartigerweise gar nicht kartiert sind. Würde ich das kartieren in diesem Frühjahr, also jetzt um die Zeit, Sie glauben, können mir glauben, ich würde die entdecken. Ich würde auch die Waldeule entdecken, die hundertprozentig der Brutvogel ist. Zum Steinkreuz zusammen gibt bundesweit 6000 Steinkreuze am Niederrhein. Wir haben hier ein Hauptschwerpunktgebiet des Steinkreuzes und in Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen hat 75% der Steinkreuze von ganz Deutschland. Wir haben also, hier sprechen wir von nationaler Verantwortung und das ist dort, wie gesagt, der ist dort Brutvogel. Aber planungsrelevante Arten, ist der Vorredner hatte gerade auch schon gesagt, da wird dann so mit umgegangen, ja, wenn er planungsrelevant ist, dann gehen wir irgendwie ein paar hundert Meter weiter und setzen da ein paar Steinkrautröhren hin. Darum geht es gar nicht. Ein Steinkrauz braucht 5000 Hektar Nahrungsfläche, die auch gut genug geeignet ist, wo genügend Futter da ist. Da gehe ich mal rüber zu diesem Plakat, da geht es um die Verkehrsauswirkungen, auch um die Auswirkungen auf die Anwohner, die sind ja auch nicht zu vergessen, die sind ja auch noch da. Und da sind vor allen Dingen so ein paar Aspekte nochmal zu nennen, die gerade schon mal kurz angerissen worden sind, Trimodalität, Hafenaffinität, das sind so Begriffe, Fachbegriffe. Wäre ganz gut, wenn wir die nochmal erläutert kriegen, für die Leute, die sich vielleicht noch nicht so tagtäglich damit beschäftigen. Ich würde erstmal abgeben an den Frank Parting. Ja, schönen guten Tag zusammen. Zu Trimodalität, als Erklärung ließe sich zum Beispiel sagen, Trimodalität ist das, was im Hafen nicht vorhanden ist. Laut den landesplanerischen Vorgaben für die Trimodalität, also die Bahn, das Schiff und die Straße. Die drei Gegebenheiten sollten vor Ort gegeben sein, um den Verkehr gleichzeitig zu verteilen und somit die Straßen zu entlasten. So viel die Landesvorgaben. Wir haben aber hier in dem Hafenteil, haben wir keine Anbindung an den Hafen. Es wird kein Schiff kommen, weil der Hafen nämlich ausgelastet ist. Im Bebauungsplan ist mittlerweile die Rede von sogenannter Trockenlogistik, weil der Hafen gar nicht mehr zu benutzen ist. Der Hafen ist voll. Die Gebäude, die jetzt hingestellt werden, sind reine Logistikgebäude, wo man halt Platz für hat, die mit dem Hafen eigentlich gar nichts zu tun haben und wo es auch keinen Bahnanschluss aus unterschiedlichsten Gründen geben wird und kann. Das heißt, der Verkehr wird letztendlich zu 100% über die Straße laufen. Die Versprechen, die dort gemacht werden bezüglich Trimodalität, gibt es nicht.
Zudem ist der Hafen auf die sogenannte letzte Meile ausgelegt. Letzte Meile heißt, dass bevorzugt Entfernungen so bis ca. 100 Kilometer angefahren werden. Und die machen auch, selbst wenn es eine Bahn geben würde, wenig Sinn, mit der Bahn anzufahren. Die werden im Regelfall mit dem LKW angefahren. Ja, wie der Vorredner gerade schon gesagt hat, ich heiße Engelbert Jesi. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich hier erschienen sind und ein bisschen Interesse für unsere Situation haben und uns vielleicht mit Ihrer Unterschrift weiterhelfen können, um uns gegen die Situation, die da vorherrscht, in den Auen, um uns dort zu helfen. Es sieht eben so aus, ich bin derjenige, der am nahesten an diesem geplanten Bauprojekt dran wohnt. Ich bin dort vor 16 Jahren in etwa hingezogen, mit dem Gedanken, nichts anderes zu haben als Kühe von der Nachbarschaft her. War immer mein Wunsch gewesen, die habe ich jetzt viele Jahre gehabt, sogenannte Demeter-Tiere, die dort unten in den Wiesen sind, jetzt noch. All diese Wiesen, die bei mir vor der Tür sind, das sind jetzt geplante 32 Hektar, die dort angeschüttet werden sollen, in einem Ausmaß, ich sag mal 4,5 Meter in der Höhe. Darauf, ich weiß jetzt nicht genau, weil ich anderweitig beschäftigt war, ob meine Vorredner da schon drüber gesprochen haben. Wir haben da geplante Hallen, die dann die Höhen 20, 30 bis im Maximum 40 Meter hoch geplant sind, auf diese Anschüttung draufzusetzen. Mit unserem Trinkwasser, da ist nie angesprochen worden, alle diese Nachbarn, die bei uns wohnen, inklusive bei uns, wir pumpen selber unser Wasser, wir haben keine städtischen Anschlüsse, da spricht niemand drüber, was passiert mit unserem Grundwasser, wenn da diese Massen an Erde aufgeschüttet werden und ich sag mal einen Druck ausüben, die keiner von uns erklären kann, was dann passiert. Also dafür nochmals recht herzlichen Dank, dass Sie sich das alles angehört haben und danke für Ihre Mithilfe. Alles Gute. Kleinen Moment noch, meine Damen und Herren. Der Große neben mir hat einen Wunsch. Ja, ich wollte nur noch mal kurz ergänzen zur Belastung für die Anwohner. A, die Hallen werden also bis auf 40 Meter an die Häuser heranrücken. Das 40 Meter mit Hallen, die bis zu 40 Meter hoch gebaut werden dürfen, kann sich jeder vorstellen, wie sich das vor der eigenen Haustüre anfühlen würde. Die Belastung durch die Bauarbeiten ist geplant für 3 bis 5 Jahre. Den wir überschrieben haben, es ist noch nichts entschieden. Wie ist das Verfahren? Wie geht es weiter? Was kann man jetzt noch tun? Das würde die Bärbel von Dornig noch mal kurz zusammenfassen. Die Stadt hat die Pläne offen liegen bis zum 13. Mai. Das heißt, man kann zur Stadt gehen, sich die Pläne anschauen, Fragen stellen. Was wir gerade machen, ist, wir haben Zeit, Einwände zu schreiben. Das Bündnis hat zusammen als stellvertretend mit Engelbert, dem NABU und dem BUND werden anwaltliche Einwände geschrieben oder ein anwaltlicher Einwand. Aber alle Betroffenen können auch Einwände schreiben. Das heißt, bin ich Anwohner, bin ich jemand, der mit dem Fahrrad regelmäßig da vorbeiradelt, bin ich Weselarer Bürger. Wir haben alle die Möglichkeit, Anwände zu schreiben. Was wir aktuell auch haben, ist eine Online-Petition, beziehungsweise Sie können auch hier bei uns unterschreiben. Wir würden die Unterschriften wahrscheinlich im Herbst zu einem bestimmten Aktionstag oder so dann der Bürgermeisterin übergeben, als Zeichen dafür, dass doch ganz viele eigentlich gegen diese Bebauung sind. Hat mehr symbolischen Charakter, aber wir finden es trotzdem auch wichtig. Inwiefern kann man da klagen? Ich habe irgendwann mal den Begriff Normkontrollverfahren gehört. Kann da jemand was zu sagen? Ja, also grundsätzlich ist es erstmal so, dass jetzt die Anwälte einen Einwand formulieren, der in unserem Namen dort entsteht. Dann geht es weiter, dass dann natürlich diese Einwände von der Stadt bearbeitet werden. Und dann wird also diese Bedenken, die dort genannt werden, werden der Stadt übertragen. Und dann entscheidet der Stadtrat noch einmal, ob sie den Einwendungen stattgeben wird oder nicht. Sollte das der Fall sein, dass die auch danach den Bebauungsplan weiter verfolgen wollen,
dann muss ein Bauantrag gestellt werden, um dort eben halt Gebäude und so weiter zu errichten. Das dauert eine ganze Weile. Und in der Zeit können wir eine Normkontrollklage anstreben. Und dort wird nochmal geprüft, ob diese Einwendungen, die wir haben, auch mit EU-Recht, mit Bundesrecht in Einklang gebracht wird. Ich würde jetzt zum letzten Plakat kommen. Das kann man relativ schnell vorstellen, weil das sich eigentlich selber erklärt. Wir wollen ja nicht nur gegen irgendetwas sein, sondern wir wollen auch Wege aufzeigen, die für uns alle gelten, Wege und Alternativen, was wir selber machen können, um vielleicht Logistik ein bisschen zu verringern oder weniger notwendig zu machen. Da muss sich wirklich jeder an die eigene Nase packen und Logistik ist sicherlich nicht ganz zu verhindern, aber wenn wir daran denken, lokal, saisonal oder aus zweiter Hand zu kaufen, dann haben wir eine ganze Menge in der Hand, da können wir jeden Tag irgendetwas tun. Außerdem stärken wir natürlich die regionalen Anbieter, schaffen vielleicht sogar noch Arbeitsplätze und wie gesagt, es bringt oft mehr Qualität mit sich, wenn wir lokal einkaufen oder auch saisonal und weil wir uns einfach vorher davon überzeugen können. Und es ist nicht immer teurer. Jetzt wollte ich nochmal das Mikro abgeben an den Falco von Parents for Future, der hat auch noch so eine Sicht auf die Dinge. Ja, vielen Dank. Genau. Also, hi, ich bin der Falco. Wir sind auch Teil des Bündnisses Rhein-Lippe-Aue bleibt mit Parents for Future, mit auch Fridays for Future dabei. Und ja, ich wollte mal ganz kurz auch vielleicht noch so ein bisschen die globale Perspektive aufmachen. Wenn man sich mal vorstellt, also ich bin auch Meteorologe, der westantarktische Eisschild, der ist gerade dabei zu schmelzen, das beschleunigt sich immer weiter. Wir sind mitten in der Erderhitzung drin. Und die Rhein-Lippe-Aue, das ist eine wunderschöne Naturfläche, wo wir auch sehr viel Feuchtgebiet haben. Und wenn man sich das auch anschaut, auf Karten kann man das auch sehen, es wird ja untersucht, dann sieht man, das ist eine Kaltluftentstehungszone. So, und was das Schlimmste, was ich machen kann, wenn ich eine Kaltluftentstehungszone habe, die ich brauche, weil wir können zum gewissen Grad die Erderhitzung nicht mehr aufhalten. Das heißt, wir müssen uns darauf vorbereiten, was da kommt. Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass wir Hitzetage haben, bei denen wir einfach eine Frischluft, eine Kaltluft brauchen. Und wenn ich jetzt ein dicken, fettes Logistikzentrum dahinsetze, wofür auch noch wahnsinnig viel Beton, Zement, ja, wo viel CO2 auch in der Produktion freigesetzt wird, dahinsetze, ist das absolut der falsche Weg. Das können wir nicht zulassen. Und deswegen ja, macht mich das total glücklich, dass wir hier in so einem breiten Bündnis zusammen sind und zeigen, dass wir uns das nicht gefallen lassen, weil das einfach nicht geht. Dankeschön. Wenn ihr den letzten Baum zerstört, den letzten Fluss die Klarheit nehmt, den letzten wilden Hart bekehrt, der letzte Vogel nicht versinkt. Die letzte Erde ausgehöhlt, der letzte Tanker langsam bricht, das letzte Paradies zerstört. Werdet ihr erst daran einsehen, dass ihr euer schönes Geld auf der Bank nicht essen könnt, welche Menge ihr auch nennt. Sondern es geht einfach darum, Leute, guckt da drunter, guckt unter die Dinge, guckt auch mal unter die Steine, lasst am besten erst gar nicht zu, dass die Steine da sind, denn das ist ja wieder so ein Punkt in der Aue, in der Lippe-Aue, diese Versiegelung, die so dermaßen Ausmaße annimmt, dass es nicht mehr auszuhalten ist und wir wissen ganz genau, wir können das nicht machen, das geht nicht mehr. Und es gibt so viele Brachen, die brach liegen gelassen werden, aber es ist einfach billiger, auf die grüne Wiese zu bauen, darum geht's und das muss verhindert werden. Das Klima wird heiß, der Mensch wird kalt, ihr baggert nach Kies, dann versiegelt ihr das Land, unser Wasser ist bedroht. Wir sehen rot, wir haben jetzt die Schnauze voll, es ist genug, ihr treibt zu doll, wir machen das nicht länger mit. Denn die Welt ist noch nicht ganz versaut, Delta Port wird nicht gebaut, nicht hier und auch
nicht anderswo. Wiesen und Wald sind hier sehr alt. Fuchs und Hase haben Angst.